Willkommen zurück, Pokémon-Freunde, hier bei Pokémon Let's Go Evoli. Wir sind mitten in der Siegestraße, haben hier einiges zu tun und viele Wege zu gehen. Und ich gehe gerade wieder zurück. Jetzt haltet ihr mich für bescheuert. Ja, aber wegen dem Rizeraus bin ich zurückgegangen. Nein, ich wollte nochmal gucken, ob ich irgendwas übersehen habe, weil irgendwie... Ach, ich weiß auch nicht. So, für dieses Rizeraus brauche ich jetzt aber doch einen Hyperball. Und vielleicht sogar noch eine kleine Beere. Wollen wir eine silberne Himbeere nehmen? Nee. Die sparen wir uns. Erstmal hier die Himbeere. Jetzt bist du schon gelb. Ach komm. Zweimal? Los, mach deine Sache und dann schnapp ich dich. Einfach fabelhaft, super. Ja, also man muss schon sagen... Mit dem Pokéball Plus ist das Fangen oder das Werfen der Pokébälle so viel einfacher. Oh, und jetzt haben wir ein Rizeraus. So, Patrick erreicht Level 52, Matty schon 56 und Geowatt 57. Und wenn Geowatt jetzt so weit hochgelevelt wurde, dann würde ich sagen... Ach, jetzt habe ich den Pokédex-Eintrag wieder übersprungen. Na, egal. Dann würde ich sagen... Pokémon Box. Da ist unsere Daisy. Dann kommt die wieder ins Team. Und Geowatz fliegt raus. Fürs Erste. So. Genau, da war nämlich dieser Felsen. Und ich denke, den werden wir aus einem oberen Geschoss erstmal runterwerfen müssen, denn hier ist einfach nichts. Deswegen gehe ich jetzt... Ah, oh, da war noch ein Item. Bin ich dumm? Ah. So. Joa, Georock. Ist mir wohl auf den Kopf gefallen. Soll es hier seinen Tanz veranstalten? Ich gehe allerdings einfach weiter. Und hier kommt ein Kampf. Und zwar gegen einen von diesen Jongleuren, die auf Typ nur haben. Oh, diesmal Pantymos. Okay, passt auch. Tja, Glöckchen, was machen wir da mit dir? Eine Psychoattacke und du bist weg. Allerdings kannst du nochmal eine Blattgeißel einsetzen. Das dürfte mich ordentlich Schaden machen, wenn es trifft. Und es trifft ja auch. Gut. Dann ist Pantymos auf jeden Fall schon mal besiegt. Und das reicht nicht ganz für ein Level-Up. Und jetzt kommt Simsala. Da müssen wir auf jeden Fall wechseln. Matty wird es nicht schaffen. Nämlich Daisy. Die kann ja immer einen Spukball einsetzen. So. Da ist das Simsala. Mal gucken, was der Spukball bringt. Ja, die Psychokinese sollten wir ganz gut wegstecken mit Daisy. Simsala hat natürlich einen hohen Spezialangriff, klar. Das hält doch mehr aus, als ich gedacht habe. Ja, ich kann einfach nur weitermachen. Und dann besiegen wir das Simsala doch noch. Aber unser Team ist halt schon sehr angeschlagen. Da werde ich wohl den ein oder anderen Trank verwenden müssen. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass hier irgendwo jemand ist, der meine Pokémon heilt. Das war im Original nicht so, ich weiß. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt hier in Let's Go so ist. Was haben wir denn hier? Wir finden doch TMs auf dem Boden. Oh, Kraftkoloss, das ist gut. Oh, aber das wird wahrscheinlich auch nur Geowatz lernen können. Ja, von denen hier kann es niemand. Hätten wir aber eine starke Kampfattacke. Beziehungsweise überhaupt eine Kampfattacke. Seit Evoli keinen Doppelkick mehr hat, haben wir ja keinen mehr. Habe ich gegen den noch nicht gekämpft? Oh, das wusste ich gar nicht. Naja, gut. Razav. Ich
muss auch unbedingt Ednus wieder beleben, sonst kriegt er hier überall keine Erfahrung. Naja, erstmal ein Gifthieb. Ach, ich hätte doch die Blattgeisel nehmen sollen. Und nicht Kehrtwende. Na gut, das ist nicht sehr effektiv. Trotzdem. Jetzt kommt Tauros. Na, ja, das Tauros besiegt Glöckchen. Okay. Nach dem Kampf werde ich heilen müssen. Aber jetzt will ich erstmal diese ganzen Pokémon hier besiegen. Und das machen wir mit Evoli. Und zwar mit dem Risikotackle. Ach komm! Wie kann das sein, dass das noch lebt? So, Tauros ist besiegt. Und jetzt kommt Razav. Zurück, muss man dazu sagen. Wir kannten das Razav ja schon. Hat zwar einen Typenvorteil, aber Evoli ist zu schnell mit dem Ruckzuck-Hieb. Und besiegt dieses Razav ganz einfach. Gut. Der Domteur Harry ist besiegt. Und wir können hier hoch. Oder waren Onyx? Da ist schon wieder ein Rizeros. Hier ist aber viel los. Da oben liegt erstmal ein Item. Da wird auch noch. Oh, jetzt habe ich nicht geheilt, ich Idiot. Wieso denke ich denn nie da dran? Na gut, wir fangen jetzt mit Starmie an. Das ist ja keine schlechte Wahl. Sichlor. Ja, dann ist es doch eine schlechte Wahl. Ach, verdammt. Ich habe aber für Sichlor auch nichts anderes. Ich muss jetzt einfach den Donnerblitz hier ein... Oh, das ist auch noch schneller. Ja, tschüss, Dami. Was mache ich jetzt? Mein halbes Team ist tot und die andere Hälfte ist halt auch schon fast tot. Gut, dass das hier keine Nuzlocke ist. So, Mondgewalt wird nicht reichen, oder? Nee. Dann einfach nochmal. Anschlüsse sollten wir noch aushalten. Ja. So, die Mondgewalt trifft. Ist ja klar. Dann ist das Sichtlob besiegt. Was kommt jetzt für ein Pokémon? Knogger. Jetzt hätten wir Starmie gebrauchen können. Allerdings kann Knogger auch von Gizmo besiegt werden. Im Notfall auch von Metti. Weil dieses Knogger kann wahrscheinlich eine Steinattacke, deswegen möchte ich Metti da nicht unbedingt reinschicken. So, Sprießbomben. Das ist unglaublich. Oh, das war schon Volltreffer. Ja. Ja. Immerhin, das Knogger ist besiegt. Und ich werde jetzt auf jeden Fall heilen müssen. So, hier haben wir einen Top-Beleber. Ja. Wisst ihr was da? Werde ich den auch einsetzen? Obwohl, nein, das ist ja Quatsch, den nutze ich doch nicht. Der ist gut im Kampf, weil er das Pokémon komplett hält. Aber hier außerhalb des Kampfes kann ich ja auch... Naja, ich habe ja genug Zeit, ne? Das kostet mich ja keine Runde hier. So. Daisy braucht auf jeden Fall einen Hypertrank. Da ist sie immer noch sehr angeschlagen. Gizmo möchte ich auch Heile haben. Genauso wie Starmie. Ednus auch. So, dann noch ins Team. Patrick kommt an erste Stelle. Und ja, dann schauen wir jetzt mal.
Hallo Zubat. Boah. Gott, ist hier viel los. Ja. Diesem Zubat konnte ich jetzt nicht mehr ausweichen. Lassen wir es hier fliegen. Das bewegt sich einfach zu viel. Da habe ich jetzt keine Lust drauf, das zu fangen. So. Da ist noch ein Asttrainer. Was ist denn hier? Ja, das ist nur ein Rückweg. Da komme ich von hier nicht weiter. Okay, dann gehe ich jetzt hier. Dass die aber auch immer genau vor mir oder in mir auftauchen müssen. Tschüss, Golbert. Oh, und Rizoros ist auch weg. Jetzt werde ich hier geheilt, oder was? Ach komm, jetzt habe ich meine ganzen Sachen wieder verschwendet. Was haben wir denn hier? Blizzard. Ziemlich cool. Ist mir aber allerdings zu unsicher, was die Trefferwahrscheinlichkeit angeht. Und ich habe immer noch keinen Eisstrahl beigebracht für... für Stami. Wieder ein Rizoros. Scheint gar nicht so selten zu sein. Ja, Mashok, dann komm halt her. Und geh auch wieder. So, das ist mit den Weg. Da würde ich sagen, gehe ich da jetzt auch erstmal her. Oh! Ich bin ja schon fast geneigt, hier einen Schutz einzusetzen. Denn wenn hier so ein Rizoros in so einem engen Gang spawnt, dann... ja, hat man nicht wirklich die Wahl, ne? Läuft man einfach dagegen. Gut, Asttrainerin. Die könnte jetzt... recht stark sein, oder? Drei Pokémon. Hat die Anna. Und sie fängt mit Dragoni an. Und jetzt bereue ich es, dass ich keinen Eisstrahl auf Patrick habe. Andererseits wir können es neutral angreifen. Das ist ja auch schon mal was. Drachenpuls. Na, ja, macht gut Schaden, Dragonier. So, das Dragonier ist besiegt. Knuddelhof. Da muss Glöckchen herhalten. Denn mit dem Gifthieb treffen wir sehr effektiv. Naja, Stahlattacken haben wir nicht, um eine Fee zu besiegen. Und Kampfattacken haben wir auch nicht, aber der Fee-Typ neutralisiert ja die Kampfschwäche des Normaltyp. Also, ja. Müssen es mit Gift-Typ machen und das klappt ja auch gut. Okay, Knuddelhof ist besiegt. Was hat sie jetzt noch? Nocturne. Dann, ach, das kann eigentlich Daisy machen. Kommt Daisy auch mal richtig zum Zug hier mit ihrem Fee-Typ? Ich habe zwei Pokémon. Ach, gar nicht wahr. Ich habe ja mit Stami Genesung. Ich habe das noch nie eingesetzt, weil... ich weiß nicht. Ich möchte halt nie eine Runde verschwenden. Ich denke mir immer, es ist doch besser, wenn ich jetzt den Gegner besiege, als wenn ich mich heile. Und ja... so komme ich halt wieder zur Genesung einzusetzen. So, dass ich das mit Stami... mit Daisy gemacht habe, war doch nicht so schlau. Aber dieses Nocturne ist halt sehr schnell. Und ja, Daisy halt nicht. Aber gut, Anna ist besiegt und wir können weiter. So, hier haben wir einen Top-Trank. Was ist hier hinter? Joa, zwei von denen. Kämpfe ich einfach mal gegen beide. Die Erfahrung können wir gut brauchen.
Wir können auch die Erfahrung von den wilden Pokémon gut brauchen, die ich fangen könnte. Elektroball. Kein angenehmer Gegner für mich. Ah, Pokéball Plus. Ja, nehme ich Glöckchen. Gut, wir können immer in den Attacken ausweichen, das ist sehr erfreulich. Gift wird nicht reichen, die Blattgeißel könnte daneben gehen, aber dieses Elektroball ist halt sehr schnell, ich will es besiegen. Und wieso trifft dieser dumme Donner? Keine Paralyse und es geht daneben. Wow, unglaublich. Jetzt geht aber auch der Donner daneben, immerhin. Ja, durch die Zuneigung geht der Donner daneben. Aber immerhin, Elektroball ist besiegt. Ein sehr gefährlicher Gegner für uns, weil wir einfach keine Boden-Pokémon haben. So, jetzt kommt Tauboss. Ach, jetzt bereue ich, dass ich Dings nicht dabei habe. Aber ich kann ja immerhin mit Starmie sehr effektiv treffen. Und der Donnerblitz wird das Tauboss wahrscheinlich nicht besiegen. Ja. Hyperstrahl! Oh shit, das hat Stab. Ja. Jetzt kann ich die Genesung einsetzen, weil Tauboss sich aufladen muss. Und wir sind ja auch schneller als das Tauboss, also lohnt sich das diesmal. So, dann ist die Attacke ja doch nicht ganz umsonst hier auf Starmie drauf. So, das dieser Wasser reicht jetzt auch. Brauche ich keinen Donnerblitz verschwenden. Und es kommt als nächstes Kingla. Da wechsle ich jetzt auch nicht. Wobei, kann das Kreuzschere? Oh, bitte nicht. Nee, ich gehe einfach davon aus, dass ich das nicht kann. Vielleicht überlebt es den Donnerblitz ja auch gar nicht. Kingler ist defensiv nicht, ja. Nicht das beste Pokémon. So, Level 56 für Gizmo. Und Rizeros, da muss ich auch nicht wechseln. Also das nervt mich wirklich am Pokéball Plus, dass ich mit dem Steuerkreuz drücken muss, mit dem Control-Stick, und dass ich dadurch halt, ja, immer auch ein bisschen daneben drücken kann und dadurch eine andere Auswahl treffe, als ich eigentlich wollte, und so wie gerade, ja, ist halt nicht gut. Da will ich eigentlich schon bald wieder mit dem Joy-Con spielen. Naja. Ich finde es auch einfach schade, dass man das nicht mit dem Pro-Controller spielen kann. Im Handheld-Modus kann man halt mit den beiden Joy-Cons spielen. Also theoretisch ist es möglich. Also einprogrammiert ist halt die Steuerung. Und das auf den Pro-Controller anzuwenden, ist jetzt sicher nicht der größte Aufwand. Aber darauf hat man wohl keinen Bock gehabt bei Game Freak. Sehr schade. So. Ah, Rosana hält viel aus und Todeskurs. Wie lang ist es her, dass wir eingeschläfert wurden? Aber nun ist es wieder soweit. Habe ich keinen Bock drauf, also wechsle ich jetzt. Psychokinese. Naja, der Biss reicht. War ja auch sehr effektiv. Level 53 für Daisy. Und Arcani kommt als nächstes. Ja, ich bleib mal bei Evoli.
wahrscheinlich zwar sehr schnell, aber wir auch. Und das reicht nicht ganz. Oh, das könnte jetzt wehtun. Ja, Evoli ist ja da so ein bisschen Kamikaze mit Risikotackle. Die Attacke ist halt mega stark bei unserem Evoli, weil unser Evoli halt mega stark ist. Aber, es macht halt sehr viel Rückstoßschaden. Aber ich habe einfach für Evoli auch kein besseres Set, weil unser Evoli speziell ist, physisch ist. Wäre es speziell, könnte ich die ganzen Evoli-Attacken benutzen. Aber es gibt 7 Evoli-Attacken. Sind das 7? 3, 2, 2, 1. Ja, es sind 7. Und, ach, jetzt habe ich nicht gewechselt. Die sind halt, 5 davon sind speziell und 2 nur sind physisch und, ja. Ist halt nicht so toll verteilt. Ach, ich war auch wieder blöd. Jetzt bin ich ans Mikro gekommen. Ich hoffe, das verursacht keine großen Ohrenschmerzen. So, 5 goldene Nanabären. Hier war ein Trainercoach, oder? Oh, hier ist erstmal unser Dingens. Unser Steinchen. Und da ist der Trainercoach. Ach, von hier komme ich gar nicht dahin. Ja, hier ist ein kleines Kleinstein. Ein großes Golbert, ein normales Kleinstein. So, dann gehe ich jetzt da unten oder da oben zur Leiter. Oh, erstmal wieder heilen. Denn die Kämpfe hier, die haben schon in sich. Muss man sagen. So, ist das nur der... Ja, das ist nur ein Rückweg. Da waren wir auch schon. Und hier haben wir ein AP-Top. Wow. Oh, und hier ist Lavados. Ja. Dann würde ich sagen, endet dieser Part hier und im nächsten Part stellen wir uns dann Lavados. Denn es gibt ja doch noch einiges zu tun und in diesem Part werden wir mit der Siegestraße nicht fertig. Deswegen, ja, machen wir das jetzt im nächsten Part hoffentlich dann auch ganz und können uns dann irgendwann endlich der Pokémon-Liga stellen. Ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei und bis dahin alles Gute.